Es sieht so aus, als würden in den nächsten Jahren das erste Mal Menschen zum Mars fliegen. Zeit also, sich mal über ein paar Urlaubsziele auf dem roten Planeten Gedanken zu machen. Bleibt also dran, um das nicht zu verpassen, und aktiviert die Glocke. Herzlich willkommen. Sowohl staatliche Organisationen wie die NASA oder die ESA, wie auch private Firmen wie SpaceX von Elon Musk oder Blue Origin von Jeff Bezos planen in den nächsten Jahren wieder Menschen zu fremden Himmelskörpern zu bringen. Im Fokus des Interesses liegt dabei unser roter Nachbarplanet Mars, denn der könnte zu einer zweiten Heimat für uns Menschen werden. Und so plant das Unternehmen SpaceX zum Beispiel schon in den nächsten 10 Jahren die erste Stadt auf dem Mars zu bauen. Da ist es ja langsam an der Zeit, dass man sich mal Gedanken darüber macht, wo man auf dem roten Planeten am besten Urlaub machen könnte. Denn wenn erstmal Menschen dort leben, da wird natürlich auch ein Flugverkehr zwischen Mars und Erde entstehen. Und dann will man vielleicht seine Verwandten oder Freunde auf dem Mars besuchen. Also schauen wir uns mal an, wo ihr eure nächste All-Inclusive-Reise buchen könnt. Die unangefochtene Top-Attraktion auf dem Mars ist der Berg Olympus Mons. Das ist der höchste Vulkan im Sonnensystem und er ist knapp 25 Kilometer hoch. Also dreimal so hoch wie der Mount Everest auf der Erde. Wow, jetzt kriegt man richtig Respekt und denkt sich, boah, wie soll ich denn da hochsteigen? Kein Problem, denn erstens ist die Schwerkraft auf dem Mars ja etwas geringer. Das heißt, das Bergsteigen dürfte euch leichter fallen. Ihr müsst kein Reinhold Messner dafür sein. Und Olympus Mons ist relativ flach. Er ist nämlich ein sogenannter Schildvulkan, nennt man auch Pfannkuchenvulkan. Er steigert sich nämlich in ganz flachen Schichten nach oben. Das heißt, so ein gemächlicher Spaziergang auf den 25-Kilometer-Gipfel müsste eigentlich drin sein. Da es die Top-Attraktion ist, müsst ihr sie euch natürlich mit jeder Menge asiatischer Touristen teilen. Wenn ihr es nicht so mit Bergsteigen habt, wie wäre es dann mit einer Canyon-Wanderung? Der Mars hat nämlich nicht nur den höchsten Vulkan des Sonnensystems, er hat auch den längsten Canyon, das sogenannte Valle Marineris. Dieser Canyon ist 3000 Kilometer lang. Das heißt, es ist ein Canyon, der ist so groß wie die gesamten Vereinigten Staaten. Ich würde sagen, da kann der Grand Canyon einpacken. Und vielleicht findet ihr bei eurer Tour durchs Valle Marineris interessante geologische Spuren. Und wenn man sich das Ganze mal so anguckt, spricht auch viel dafür, dass der gesamte Canyon früher mal mit Wasser durchflutet war, oder? Denn erstens, wie soll der Canyon sonst entstanden sein, wenn nicht durch Erosion und Wasserdurchflutung? Und zweitens spricht ja auch die Farbe des Mars an sich dafür, dass es jede Menge Wasser gab, denn ansonsten wäre der Mars nicht rot, er ist nämlich verrostet. Das heißt, wenn ihr durch das Valle Marineris wandert, dann erkundet ihr im Prinzip ein gigantisches Flussbett. Viel Spaß! Eine beliebte Abenteuerreise auf der Erde ist ja eine Reise zum Süd- oder zum Nordpol. Das könnte man auch auf dem Mars machen, denn der besitzt logischerweise auch zwei Pole. Und wie Bilder zeigen, befindet sich dort jede Menge Eis. Es ist nicht nur Wassereis, sondern auch gefrorener Kohlenstoff. Das könnt ihr dann genauer erkunden, während ihr euch also durch die Eisberge und Eismassen kämpft. Elon Musk, der Chef von SpaceX, hatte sogar schon die Idee, mit Atombomben die Pole zu sprengen, um das ganze Eis zu schmelzen und den Kohlenstoff, das Ganze in die Atmosphäre zu verfrachten und so den Mars zu terraformen, also in eine zweite Erde zu verwandeln. Wenn ihr also eure Abenteuerreise zu den Polen vom Mars macht, dann achtet darauf, dass das nicht genau zu der Zeit ist, wo die Atombomben dort drauf fallen. Eine etwas gemächlichere Reise könnte euch zu den sogenannten Geisterdünen führen. Der Mars ist ein Ort von extremen Wetterverhältnissen. Wie wir gerade festgestellt haben, gab es ja früher sehr viel Wasser und es gibt riesige Stürme, vor allem Sandstürme. Manchmal sind die Sandstürme so krass, dass man die Oberfläche des Mars aus dem Weltraum gar nicht mehr sehen kann. Also die oberen Schichten, die oberen Atmosphärenschichten sind voll mit Sand und man sieht nichts mehr. Und diese krassen Wetterverhältnisse haben die Geisterdünen geprägt. Die Forscher sind sich heute immer noch nicht sicher, ob das vor allem durch Wasser entstanden ist oder eben durch Wind. Auf jeden Fall eine super spannende geologische Formation, die zukünftige Touristen auf dem Mars erkunden können. Falls ihr mehr so auf kulturelle und historische Reisen steht, dann ist der richtige Urlaubsort auf dem Mars der Gale-Krater. Das ist die historischste Landestelle auf dem Mars, denn der Rover Curiosity, wahrscheinlich der berühmteste Mars-Rover, ist in diesem Gale-Krater gelandet. Also vielleicht findet ihr da noch Spuren der Landung. In einigen Jahrhunderten wird man vielleicht sagen, hey, hier begann unsere Erforschung des roten Planeten.
Es gibt also viel zu entdecken auf dem Mars und ich hoffe echt, dass wir noch lange genug leben oder die Forschung schnell genug voranschreitet, sodass wir also unsere Urlaubsreise zum Mars antreten können. Wenn ihr erfahren wollt, wie Elon Musk genau mit seinem Atombombenangriff den Mars terraformen möchte, dann schaut euch mal diesen Clip von mir an, Nuke Mars. Und falls ihr Fragen zu eurer Urlaubsreise zum Mars habt, dann postet sie in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns wie immer im nächsten Video. Macht's gut!